Ein herzliches Hallo hier aus Tschechien. Willkommen zurück zur Moto3. Heute geht es auf Brünn an den Start und wir hoffen, dass wir ein erfolgreiches Wochenende haben werden. Und dazu benötigen wir zuallererst einmal ein ganz gutes Qualifying. Und ich würde sagen, wir können einfach mal direkt zur Strecke springen. Ja, in den letzten Folgen habe ich mir, glaube ich, zweimal insgesamt einen kleinen Fehler erlaubt beim Schnitt. Und zwar habe ich da leider den Spielesound in der falschen Spur gehabt und dadurch war der ein bisschen zu laut. Grundsätzlich mache ich immer wieder gern mal Re-Uploads, wenn irgendwas nicht passt in einer Let's Play-Folge. Allerdings war es noch im Rahmen, würde ich sagen, hinsichtlich der Stimme, die man hört von mir. Deswegen habe ich mich dann dagegen entschieden, da nochmal ein Re-Upload zu machen. Vor allem, weil die Videos halt auch extrem lange zum Rendern und zum Hochladen brauchen. Vor allem bei 4K ist das dann halt ein kleines Problemchen. Und wenn man dann auch noch 60 Hertz hat, ja, dann nimmt das Ganze gut und gern auch mal fast einen Tag in Anspruch. So, ansonsten, hier schon direkt einen kleinen Fehler direkt eingebaut. Gut, die erste Runde ist immer so ein bisschen for free. Ja, letztens hatten wir auf dem Sachsenring ein nicht so erfolgreiches Rennwochenende und ich hoffe, dass wir hier ein bisschen besser zurechtkommen werden. Da haben wir ja ein bisschen was wieder an Punkten liegen lassen zur Spitzentruppe. Und hier wäre das jetzt der absolute Hammer, wenn wir ja, vielleicht wieder auf die Siegerstraße kommen. Aber ich muss auch sagen, ich fände es nicht schlimm, wenn es nicht passiert, denn es klingt vielleicht allgemein ein bisschen, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das klingt, aber es ist nur auf Videospiele bezogen. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich sagen würde, dass ich der krasseste Typ aller Zeiten bin, aber ich mag es auch ganz gern, wenn man mal nicht gewinnt. Ich weiß nicht, wenn man so eine Siegessträhne hat, dann habe ich so ein bisschen satt zu gewinnen. In der Realität hätte man es sicher nicht. Aber ich bin jemand, der kann auch gut und gern mal mit dem 5. Platz oder so leben, wenn er die ganze Zeit um P1 und 2 mitgefahren ist davor. Und deswegen finde ich das nicht so schlimm, wenn wir mal ein etwas schwächeres Rennen haben. War nur ein bisschen ärgerlich, dass es das Rennen in Sachsen auf dem Sachsenring getroffen hat. Aber passt schon. So, 2 Minuten 8,2. Und ich kann schon von meinen 2-3 Trainingsrunden sagen, dass die Zeit auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial besitzt. Ein wenig früh raus beschleunigt. Allerdings geht das einigermaßen. Zu diesem Spiel kostet es nicht so viel Zeit, wenn man ein bisschen zu weit bei den Curbs rauskommt. Na, hier könnte ich mich ein bisschen mehr für die Linkskurve vorbereiten. Sonst liebe ich es, durch S-Kurven zu fahren. So, Verbesserungspotenzial angekündigt und direkt eine Sekunde im Delta. Mal gucken, wie die Zeit summiert ausschaut. Und jetzt sogar 1,4 Sekunden. Das sieht gut aus.
Und aus der letzten Kurve ging es auch ziemlich gut raus und wir haben eine Verbesserung von 1,7 Sekunden. Das ist eine 265. Und jetzt würde mich noch interessieren, was die anderen Leute fahren. Damit ich hier sehe, ob die Zeit gut ist oder ob da auf jeden Fall noch mal ein bisschen Zeit gefunden werden muss. Schauen wir mal. So, Session-Information von 35 Minuten können wir auf jeden Fall mal runterspringen. Ja, und ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und behaupte jetzt mal, diese 1,8 Sekunden ungefähr, die werden wir nicht verlieren. Zumindest nicht die gesamten 1,8 Sekunden. Und selbst wenn, dann hätten wir noch ein Polster von ein paar Tausendstel. Ja, und damit haben wir in einem recht unspektakulären, zugegebenermaßen Qualifying, hier tatsächlich die Pole Position holen können. Und jetzt geht's zum Renntag. Ähnliche Konditionen wie gestern noch. Und vielleicht haben wir einen ähnlichen Abstand hier zu den anderen Motorrädern. 45 Grad, da kann man tatsächlich fast schon überlegen, hier den Hinterreifen ein wenig härter zu gestalten, also einen härteren Hinterreifen mitzunehmen. Andererseits muss ich sagen, es ist eine Strecke. Ich glaube zumindest, so wie ich fahre, werde ich auch den Vorderreifen ordentlich, beziehungsweise den Hinterreifen nicht übermäßig mehr beanspruchen als den Vorderreifen. Deswegen fahren wir einfach mal mit der weichsten Mischung und hoffen auf ein gutes Rennwochenende. Leute, es sind viele Punkte hier drin. Der Teamkollege wieder auf der letzten Position. Ja, ansonsten ging es sehr viel schneller mit dem Eingewöhnen, als ich gedacht hätte. Ist das ein positives Zeichen oder habe ich mich hier ein wenig vergriffen? Schauen wir mal. Oh, es gab einen Unfall. McPhee ist vom Motorrad geflogen. Und wir haben zwar im Moment die Führung hier, aber das mit einem zarten Abstand von 2,5 Zehntelsekunden. Könnte sich ziemlich rasch ändern. Ansonsten auch weiterhin vielen Dank für die ganzen Tipps und Empfehlungen, wie man hier den Fahrstil noch anpassen kann. Ich habe da eine Facebook-Konversation gehabt, die ziemlich cool war, wo es auch ein paar Einblicke gab von jemandem, dessen Name mir gerade nicht mehr im Kopf schwebt. Ich hab's nicht so mit Namen, tut mir leid an der Stelle, aber vielen Dank an der Stelle schon mal. Und der Herr hat auf jeden Fall selbst Motorraderfahrung, auch auf der Rennstrecke, wenn ich mich jetzt richtig erinnern kann. Und ja, der hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel mitgeteilt, wie grundlegend gefahren wird, auch mit allen Techniken und so weiter und so fort. Das fand ich sehr, sehr interessant. Und ja, tatsächlich geht im Spiel ein bisschen mehr als in der Realität. Das habe ich mir schon selbst gedacht. Zum Beispiel dieses Reinbremsen, was ich jetzt hier vielleicht nicht getan habe. Allerdings, ja, in anderen Situationen tue ich das ja ganz gerne. Das geht zum Beispiel in der Realität nicht so wirklich gut.
Aber ich fand es auch interessant zu hören, dass es grundlegend Unterschiede gibt hinsichtlich der Fahrstile. Also dass auch Stelle, Kurven etc. nicht so einheitlich angefahren werden. Dass manche tatsächlich da ein bisschen härter anbremsen und dann quasi so einen leichten Drift um die Kurve legen wollen. Und das andere sich da einfach reintragen lassen. Könnte jetzt sein, dass ich ein, zwei Sachen durcheinander werfe. Was ich sehr interessant finde, ist die Gangwahl in den Kurven, denn ich muss sagen, ich bin jemand, der es sehr, sehr gerne mag, in niedrigeren Gängen zu fahren. Und vor allem hier merkt man das, sobald man in einem niedrigeren Gang fährt, ist das Bike viel agiler. Das Fahrzeug lässt sich richtig, richtig gut um die Kurve fahren und du kannst da viel engere Winkel fahren. Und die Strecke, muss ich echt sagen, die liebe ich unfassbar. Also das ist wirklich eine sehr, sehr tolle Strecke. Natürlich habe ich ein, zwei Runden gebraucht, um mich hier dran zu gewöhnen. Es waren tatsächlich nur zwei oder drei Trainingsrunden mit dem Motorrad. Und zugegebenermaßen, so oft fahre ich die auch nicht mit einem Auto in anderen Spielen, aber ja. Ist eine angenehm zu fahrende Strecke. Und ich muss halt leider zugeben, dass wir halt pacetechnisch schon ziemlich ordentlich unterwegs sind. Ich kann ja ganz kurz was sagen dazu, warum die Folge ein wenig verspätet jetzt kam. Nämlich war da so ein bisschen Dirt 4 dazwischen. Da bin ich jetzt auch schon auf 4K umgestiegen und das Ding dort ist, dass ich aus Versehen auf eine Stunde gekommen bin mit einer Folgenlänge. Ich konnte das nicht richtig abschätzen, während ich die Folge aufgenommen habe. Und dann habe ich gesehen, ups, eine Stunde Gesamtlänge. Und um auch mal einen kurzen Einblick hier auf die technische Komponente oder auf die... ist es schon die technische Komponente zu geben. Mein PC mit einem i7-6800K, der hat das ganze Video innerhalb von 8,5 Stunden gerendert. Also eine Stunde... bisschen mehr 4K-Video mit einem passenden Codec und so. Das hat schon 8,5 Stunden gedauert. Und das ist viel. Das ist sehr, sehr viel. Und da muss ich natürlich irgendwann einen Zeitpunkt finden und abschätzen, wann das nicht möglichst viele Videoprojekte blockiert. Dann habe ich mich dazu entschieden, okay, jetzt kommt halt diese Woche einfach mal alles einen Tag später oder so. Weil es halt auch einfach echt, weiß nicht, es war halt echt ein belastendes Ding, wenn du siehst, okay, verdammt, du hast jetzt eine Stunde Material und du musst halt 8,5 Stunden das Ganze dann verarbeiten lassen, damit es dann irgendwie 3 oder 4 Stunden mit deiner, ja doch einigermaßen schnellen Internetverbindung hochlädt. Es waren 34 GB Videomaterial, nur so als kleiner Überblick. So, und hinter uns... da gibt es einen ordentlichen Kampf und Bulega, der ist im Moment Zweiter. Der konnte sich hier durchs Feld ein wenig kämpfen. Das schafft er immer wieder, vor allem schon beim Start meistens. Das ist das Problem. Aber hier ist er im Zweikampf mit... Dreikampf mit zwei anderen Piloten, so rum. Da hoffe ich selbstverständlich, dass die nochmal ein bisschen eingreifen können. Jawohl, gesagt, getan. Wir müssen so ein bisschen auf Unterstützung hoffen. Jetzt ist er sogar nur Vierter. Wir müssen auf Unterstützung hoffen, damit wir hier einfach ein passendes... Punktepolster schließen können. Ein für Bulega passendes Punktepolster. Der jetzt wieder auf der 2 ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, ich denke auch, dass ich hier die den Zweikampf hinter mir einblenden werde. Ich weiß, manche Leute, die sagen, hey, das gehört nicht zu einem Let's Play oder so, dass du dann ganz andere Kameraperspektiven nimmst und von mir aus die KI zeigst, die dann auch ohnehin nicht so schön fährt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube, dass es ein bisschen interessanter werden wird, wenn ich die KI zeige und meine Sicht einfach nur in einem kleinen Fenster einblende, als wenn ich hier die ganze Zeit bei
unserer Perspektive bleibe und dann einfach ihr zusehen könnt, wie der Abstand von 3 Sekunden auf 3,5 Sekunden oder so anwächst. Und deswegen lasse ich euch wahrscheinlich so ein bisschen jetzt mit den Bildern allein und hin und wieder melde ich mich nochmal zu Wort, wenn es was Wichtiges gibt, was Themenbezogenes. Halbzeit haben wir gleich erreicht und unser Hinterrad hat ein bisschen abgebaut, aber noch alles im erträglichen Rahmen und Bulega fällt auf die 4 zurück. Ich kann es ja so ein bisschen so kommentieren, als würde ich die Bilder auch sehen. Schaut alles wunderbar aus. Jetzt geht's gleich ab in die letzte Schikane. Da könnten Angriffe folgen, allerdings auch auf Startziel. So, da gibt's einen Positionstausch auf P2 und 3. Und Bulega hinkt ein wenig hinterher, aber das kann er alles auf der Geraden wieder wettmachen, theoretisch. Er kommt nicht zum Angriff. Hat jetzt einen leichten Rückstand, konnte also nicht so schnell wieder aufschließen. Und der Vorsprung ist bei 3,3 Sekunden laut Anzeige. Und wieder ein Positionswechsel um Platz 2. Mir jetzt an Canet vorbei. Und schon wieder wechseln die beiden ihre Positionen. Mir wäre es ein bisschen lieber, wenn die sich kurz einigen könnten. Einen kleinen Abstand rausfahren zum Viertplatzierten und sich dann erst wieder bekämpfen würden. Das wäre das absolute Optimum. In kaum einem Rennen zuvor konnte man die Funktion nach hinten zu schauen so gut beobachten wie hier. Ich finde die Animation auch sehr schön. Die ist in der Tat sehr angenehm gemacht. Und Bulega ist wieder dran. Bulega wieder dran. So, und unser Abstand bleibt anscheinend konstant bei 3,382 Sekunden. Oh, das ist kein aktueller Abstand. Und Bulega jetzt auf der 3. Und jetzt besteht natürlich auch die Möglichkeit, sich den zweiten Platz zu holen hier. Aber er fällt auf die 4 zurück tatsächlich. Und kann sich jetzt auf die 2 vorkämpfen. Okay, die Anzeigen spinnen hier ein wenig. Die 3 scheinen einfach auf einem Haufen zu sein jetzt. So, und ich mache jetzt auch mal kurz einen Kommentarstopp und lasse euch einfach mal mit den Bildern alleine. Ich konzentriere mich mal ein bisschen wieder aufs Fahren. Und ihr seht ja ohnehin, wie sich da gerade bekämpft wird. Und ich möchte diesen Dreikampf auch nicht durch vage Kommentare jetzt gerade stören. Denn das sieht nach einem spannenden Dreikampf aus und es sieht so aus, als könnte sich gerade Bulega ein bisschen absetzen. Aber es wird auf jeden Fall ein entscheidender Dreikampf sein. Denn es hängt so ein bisschen auch davon ab. Also es hängt davon ab. Moment, unser Rückstand hängt von diesem Dreikampf ab. So rum. Mann. Oh mein Gott. 0,3 Sekunden als Strafe. Aber zum Glück bin ich hier nicht gestürzt. Die 3 kommen ein bisschen näher. Bulega scheint hier ein gutes Tempo an den Tag legen zu können und zieht die beiden anderen mit.
So, der erneute Dreikampf hier, der sich vor allem nach Start und Ziel immer ergibt, sichert uns wieder 2/10 im ersten Abschnitt. Sekunden, Canet aktuell auf der 2. Canet hält weiterhin den zweiten Platz, 1,9 Sekunden jetzt. Und im letzten Sektor verlieren wir 4/10. Kollege auf der 2, 2,1 Sekunden trennen uns von unserem aktuell größten WM-Rivalen. Und jetzt intensiviert sich da nochmal der Kampf zwischen den Dreien. Mir ist so ein bisschen raus schon, aber Bulega und Canet, die nehmen sich ein wenig Zeit weg. 2,7 Sekunden jetzt der Vorsprung. Die Frage ist, kann jemand nochmal Bulega gefährlich werden hier in den letzten paar Kurven dieses Rennens? Passiert da vielleicht noch etwas? 2,9 Sekunden der Abstand. Gibt es ein Überholmanöver? Canet überholt hier nochmal Bulega. Kann er diesen zweiten Platz nochmal nach Hause bringen? Das wäre auf jeden Fall super für uns. Wir gewinnen diesen Grand Prix. Aber die Frage ist natürlich, wie das Rennen zwischen den beiden ausgegangen ist. Die sind Seite an Seite hier durchgefahren und ein Gesamtabstand von 0,118 Sekunden entscheidet hier über den Rennausgang. Und tatsächlich muss ich auch gerade noch eine weitere Beobachtung gerade wiedergeben. Haben wir nämlich nicht die Qualifying-Zeit, glaube ich, unterboten. Ich glaube, das müsste das erste Mal jetzt sein in Let's Play. Vielleicht hat sich da irgendwas balancing-technisch verändert in den letzten Tagen. Vielleicht gab es ein automatisches Update. Das wäre auf jeden Fall super, wenn das behoben wurde. Oder falls das behoben wurde. Ich stelle mal den Konjunktiv gerade auf. So, aber ansonsten können wir uns freuen. Das war ein unangefochtener Sieg und ich hoffe, der Perspektivwechsel hat euch auch dementsprechend gut gefallen. Und ja, das war eine super knappe Zielankunft. Ich hoffe, dass diese ebenfalls nochmal im Replay-Modus sichtbar ist, denn vielleicht endet das Replay dann, wenn wir über die Linie fahren. Was ein bisschen schade wäre. Ansonsten werde ich mich jetzt nochmal ins Replay begeben, damit ihr die Sicht dann auch entsprechend hattet und dann sehen wir uns mal den Gesamtpunktestand an.
Ja, Leute, und damit haben wir den Gesamtpunktestand von 183 Punkten bei Bolega. Wir haben 24 Punkte Rückstand und damit kommen wir immer und immer näher. Hinter uns haben wir dann mir mit 145 Punkten, dahinter macht er mit, oder macht den mit 142, genau wie Canet. Und dahinter wird es eigentlich schon recht deutlich hin zu Oettel und Antonelli. Und ja, alle dahinter sind nicht mal dreistellig tatsächlich. Deswegen überspringen wir den Part einfach und schauen auf die Herstellerwertung. Dort haben wir Honda immer noch mit einer recht souveränen Führung vor KTM. Und dahinter haben wir dann uns mit Mahindra und Peugeot, ja, abgeschlagen halt. Und ich weiß nicht, ob wir die Jubelanimation schon mal hatten, aber auf jeden Fall feiern wir hier einen weiteren Sieg und haben damit, glaube ich, 3 Stück in diesem Let's Play schon geholt. Und unser Teamkollege erreicht ebenfalls das Ziel, den 24. Platz. Und damit holen wir uns 15.000 Credits, 1.800 Ruf, alles hervorragend. Ja, super. Läuft bis jetzt wie am Schnürchen. Und nächstes Mal geht's, eieiei, ja, zum Spielbergring. Das wird wunderschön. Das ist eine Strecke, die ich sehr, sehr liebe und ja, schauen wir einfach mal, ob ich hier mit dem Motorrad ebenso erfolgreich sein kann wie mit dem Automobil. Ja, wie mit dem Formel-1-Auto zum Beispiel. Die Strecke macht auf jeden Fall mega Laune. Mal schauen, ob wir das hinbekommen werden. Ich bedanke mich auf jeden Fall für diese Folge schon mal vielmals fürs Einschalten und hoffe, ihr hattet viel Spaß. Wenn dem so ist, könnt ihr mir ja gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Ich würde mich super drüber freuen. Ansonsten geht's beim nächsten Mal weiter, wie gesagt, mit dem Spielbergring. Und da schauen wir dann, ob wir einen weiteren Schritt in Richtung WM-Gesamtführung machen können. Wäre auf jeden Fall super. Wäre auch super, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal bei der Moto3. Haut rein!